Und wir sehen eben auch dadurch, es brodelt in der gesamten Region. Außenministerin Annalena Baerbock derzeit auf Sommerreise in Nordrhein-Westfalen. Dort hatte jetzt unsere Kollegin Isabel Finzel die Möglichkeit, unter anderem eben auch über die politischen Spannungen im Nahen Osten, mögliche Konsequenzen mit der Ministerin zu sprechen. Ich bin ja in den letzten Monaten seit dem 7. Oktober nonstop in der Pendeldiplomatie unterwegs im Nahen Osten. Ich war 8-mal in Israel gewesen, gerade um deutlich zu machen, Deutschland steht an der Seite der Menschen in Israel. Am 7. Oktober wurden sie auf brutalste Art und Weise von der Hamas angegriffen. Ich habe immer wieder deutlich gemacht, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung im Rahmen des humanitären Völkerrechts, weil wir sehen, dass in Gaza die Menschen zugleich unter Hamas leiden, die sich als menschliche Schutzschilde missbrauchen, dass es zu wenig Essen gibt, dass viele Kinder, Frauen ums Leben gekommen sind. Und zugleich habe ich auch nonstop in den letzten Monaten immer wieder deutlich gemacht, es darf keinen Flächenbrand geben. Unter anderem auch mit dem Iran immer wieder gesprochen, um deutlich zu machen, hört auf, Proxys zu unterstützen, wie zum Beispiel auch mit Blick auf die Hisbollah, die in den letzten Monaten immer wieder Raketen auf Israel abfeuert und ja deutlich macht, dass das im Zusammenhang mit Gaza steht. Ja, wir müssen endlich zu einem Ende dieser Gewalt kommen, weil ein Flächenbrand, ein Krieg jetzt zwischen Libanon und Israel, das wäre fatal für die gesamte Region. Aber haben Sie denn den Eindruck, dass diese Appelle an den Iran, an die Hisbollah und an Israel fruchten? Wir versuchen, wie gesagt, zusammen auch mit den Amerikanern unbedingt zu einer Vereinbarung, zu einem Friedensabkommen, aber erstmal einer Feuerpause in Gaza zu kommen. Leider haben wir das gemeinsam noch nicht erreicht, weil insbesondere die Hamas nicht bereit war, diese Angriffe endlich einzustellen. Und die Situation an der sogenannten Nordfront zwischen Israel und Libanon hängt eng damit zusammen. Ich war gerade ja auch wieder im Libanon. Und mit der dortigen Regierung, die leider nur so bedingt Durchschlagskraft hat, deutlich zu machen, ein Krieg wäre auch für den Libanon fatal. Die Regierung Libanons hat deutlich gemacht, sie möchte keinen Krieg. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir jetzt zur Deeskalation kommen auf allen Kanälen. Die Franzosen sind dran, die Amerikaner sind dran und wir tun als Deutsche eben genau das. Und immer wieder der Appell, es gibt eine Resolution der Vereinten Nationen, die heißt 1701. Die Hisbollah muss sich zurückziehen, weg von der Grenze zurückziehen, damit es endlich zu einer Beruhigung in der Region kommt. Der türkische Präsident Erdogan hat mit einer Intervention in Israel gedroht. Darf ein NATO-Land wie die Türkei einfach ein anderes Land angreifen ohne Abstimmung? Und was würde das bedeuten für die Mitgliedschaft der Türkei in der NATO? Alle sind in dieser furchtbaren Situation aufgerufen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das gilt für alle Akteure in der Region. Das gilt natürlich auch für alle Akteure im erweiterten Umfeld, auch für uns in Europa. Und deswegen ist es mir so wichtig, diplomatisch auf allen Kanälen unterwegs zu sein, damit dieser Konflikt, damit diese furchtbare Situation nicht noch von außen weiter angeheizt wird. Wir müssen noch auf ein anderes Thema sprechen, über das gerade eben auch viel diskutiert wird. Und das sind Abschiebungen nach Syrien und nach Afghanistan von Straftätern. Warum glauben Sie, dass es nicht möglich sein wird, in absehbarer Zeit syrische und afghanische Kriminelle in ihre Heimat zurückzuschieben? Die Bundesregierung, auch ich als Außenministerin, habe immer wieder deutlich gemacht, dass wir Schwerverbrecher, dass wir Kriminelle nach der Absitzung ihrer Strafe zurückbringen müssen. Zugleich ist das nicht trivial. Das sehen wir ja an der Vergangenheit. Auch in der Vergangenheit haben wir immer wieder Debatten darüber gehabt, wie mit Gefährdern umgehen. Deswegen habe ich ebenso deutlich gemacht, dass wir uns in der Situation, wo es eben nicht einfach ist, in Ländern wie in Afghanistan, wo ein islamistisches Terrorregime herrscht, dass wir zugleich darüber nachdenken müssen, nicht nur nachdenken, sondern daran arbeiten, wie wir bestmöglichen Schutz in Deutschland gehen, zum Beispiel mit Blick auf Gefährderüberwachung. Das sind zwei Dinge, die man parallel angehen muss, um den bestmöglichen Schutz zu erreichen. Aus der SPD-Fraktion wird Ihnen geraten, einfach mal Urlaub zu machen, statt ständig Unruhe zu stiften. Werden Sie diesen Rat befolgen? Mein Urlaub steht auch irgendwann an, so wie alle und manche Mitglieder der Bundesregierung bereits im Urlaub sind. Aber auch da haben wir eine Arbeitsteilung. Es wäre schlecht, wenn das ganze Kabinett gleichzeitig in den Urlaub gehen würde. Und es gibt gewisse Themen, die machen einfach keine Pause. Krisen auf der Welt, aber auch die Sicherheit im Inland. Deswegen muss man sich damit natürlich auch zu Sommerzeiten beschäftigen.